Jetzt bin ich mal gespannt. Das vor allem so an allen Seiten offen mit mir. Ein bisschen Angst einmal. Wobei ja, da ist eigentlich nur die einzige Tür. Sind wir jetzt? Sind wir jetzt im luftleeren Raum? Nee, oder? Oh geil, der Planet da hinten im Hintergrund. Wow. Das sieht so geil aus. Ich habe das Gefühl, wir wären im luftleeren Raum irgendwie. Aber kann ja nicht. Wow! Jetzt sind wir im luftleeren Raum. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Wow, von hinten. Alter. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Einer ist nach oben gekommen. Und wo kommt er jetzt wieder? Da. Na komm. Oh, 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 oh. Wow. Andere Seite, du Affenarsch. Affenarsch. Und nur noch 70 Sekunden. Und nur noch 70 Sekunden Luft. Zieh auf die Arme, Reise. Immer nur auf die Arme zielen. Oh, von hinten jetzt auch noch. Alter Vater. Wo sind wir? Wurden wir getrennt vom Raumschiff? Oh Mann, ich wusste, da passiert was. Oh Mann. Ich wusste genau, da könnte jetzt was passieren. Oder da passiert jetzt was. Und ich höre wieder was. Das hört sich nicht gut an. Wobei es geht. Hier, Plasma-Katamuni nachfüllen. Ah! Kanister kann ich auch abfeuern. Oh, nicht getroffen. Auf einmal wird er dann auch lauter. Alter Schwede. Was war das denn, ey? Plasma-Energie. Jetzt weiß ich zumindest, dass da in diesen blauen Behältern die kaputt gehen und da Chinese drin ist. Cool, der hat uns die Kiste geöffnet. Vielleicht unbeabsichtigt, aber cool. Alles mitnehmen, was hier liegt. Ich habe zwar nicht gesehen, was da liegt, aber einfach mal mitnehmen. Eine Überdosis Chinese abgekriegt haben die Viecher. Lebt er noch? Tatsache. Der lebt noch. Mit Chinese lebt er noch. Und dann reproduziert er sich. Okay, zu gut zu wissen. Und erst wenn du drauf schießt, ist er tot. Sehr gut zu wissen. Oh, oh, was ist das? Vögelchen. Vögelchen? Wir sind in so einem Botanikgedöns. Ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Isaac Clark. Howard Phillips wird in Kürze bei Ihnen sein.
sagt man Howard Phillips? Ist doch bestimmt schon tot. Hab ich das Ding erwischt? Ja, ne, jetzt aber. Ich warte dann mal hier bei den Vögelchen. Die haben scheinbar noch überlebt. Oh, komm nach, den Vögelchen. Guck mal, ganz viele Vögelchen. Und du sitzt hier alleine in deinem Käfig eingesperrt. Welch Ironie. Das ist die Salarstation. Okay, wir müssen wahrscheinlich einmal rundherum rennen, um die zu aktivieren. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, ist ja gut. So, hier ist ein Shop. Da ist irgendwas anderes. 600 Credits. Da ist ein Energieknoten. Da ist noch ein Medipack. Und hier ist ein Shop. Ein Shop ist immer gut. So, dann Energieknoten. Heruntergeladenes Schema. Wieso nochmal ein Schema? Energieknoten. Ach ne, Energiekanone, Entschuldigung. Energiekanone. Kurzen Hochleistungsstrahlen, kinetische Energie mit hohem Wirkungsbereich. Ja, hört sich ganz gut an, aber ich weiß nicht. Hier, die, wir gehen jetzt erstmal in unser Inventar und gucken mal, was wir verkaufen können. Komm, wir können zum Beispiel ein Medipack auf jeden Fall verkaufen. Das ist schon mal Fakt. Was haben wir hier? Strahlenmunition. Die können wir auch auf jeden Fall verkaufen. Das ist auch Fakt. Weil wir noch keine Strahlenkanone gekauft haben. Hier ist noch ein Pulsprojektil. Das lassen wir nochmal. Wir könnten jetzt dann nochmal einen Energieknoten kaufen. Dann haben wir noch 3300. Dann können wir davon noch was kaufen. Okay, dann nehmen wir jetzt noch einen Energieknoten mit. Dann haben wir nämlich die Ute. Wenn bei der nächsten Workbench vollkommen ausgestattet, was ich gut finde. Warte mal, ich muss mal eben hier... So. Ich habe mir jetzt mal kurz eine Kerze angemacht, weil es wird langsam dunkel hier im Zimmer. Was? So, ja, dann können wir die Ute nämlich besser ausstatten. Beziehungsweise dann ist die... Ich will nur speichern, keine Panik. Ich will nur speichern. Und was ist, wenn ich nicht von der Tür zurücktrete? Gute Ute. Gibt's dann was aufs Fressbrettchen? Okay, ich bin von der Tür zurückgetreten und jetzt? Howard Phillips. Wir müssen Howard Phillips finden. Oh, nee. Warte mal. Wir müssen Howard Phillips scheinbar finden. Liegt hier irgendwo eine Leiche von ihm? Oder sein Rick eventuell? Rick eventuell. Die Rick eventuell. Wahrscheinlich nicht. Gibt's, ach, da. Guck mal, da können wir noch lang. Da schläft der Howard Phillips. Das müsste Howard Phillips sein. Aber bevor wir dahin gehen und versuchen, gucken wir uns erstmal hier oben. Was haben wir denn da noch liegen? Ein Textlog. Ja, ich gehe mal hier so hin. Mhm. Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Beziehungsweise ihr hättet jetzt lesen können, ihr hattet jetzt die Chance und das wird dann der Howard Phillips sein. Guck mal, das ist Howard Phillips. Guck mal. Kennst du den? Kennst du den? Rick-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ja, habe ich. Sag mir nur nicht, wir müssen ihn die ganze Zeit mitschleppen. Das wäre natürlich doof. Okay. Ein verbalen? Hallo? Ja, wie jetzt? Hä? Wie jetzt? Ein verbalen Zugangscode? Hä?
Verbalen Zugangscode. Zur Autorisierung des Gastes. Verbal heißt doch immer kommunikativ, oder? Nonverbal? Ne, verbal ist irgendwie... Dings. Wir müssen irgendwie was mit der Leiche machen. Hallo, ich bin Howard Phillips. Hallo, ich war Howard Phillips. Okay, so geht's natürlich auch. Guten Howard Phillips hier. Energieknoten haben wir mitgekriegt. Oh Gott. Den Howard Phillips, den haben wir ein bisschen, sagen wir mal, getorst. Den nehmen wir aber nochmal mit, den Howard Phillips hier. Howard Phillips, unser neuer Torso. Okay. Hier passiert jetzt noch irgendwas. Nur was? Ich gucke mich gerade so ein bisschen um, bevor ich überhaupt reingehe. Da vorne ist nämlich, sind nämlich nur Schränke rechts. Und da ist ein Aufzug hinter uns. Wow! Ja. Das war ein schneller. Nee, eigentlich ein langsamer Tod. Okay, damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. Okay, mit dir habe ich gerechnet. Deswegen schieße ich ja auch auf dich. Okay, das war auch jetzt schlecht. Da sterben wir wieder. Eins, zwei. Und drei. Oh, langsam zerquetscht werden, ey. Eieieiei. Langsam zerquetscht werden ist natürlich auch nicht toll. Können wir hier den Aufzug benutzen? Nein, der geht nicht. Aber das geht. Wie lange geht das gut? Schließt sie absolut nicht die Tür? Doch. Okay. Hey! Du hast doch schon den Kopf verloren. Oh nein, von der einen Ecke in die andere gesprungen hier. Ja. Ah, fuck. Ich weiß, warum ich die Babys hasse. Oh Mann, ey. Ich nehme mal ein Medipack. Unser Rick ist wieder vollständig geheilt. Können wir jetzt den Aufzug benutzen? Immer noch nicht, ne? Antipersonenschutz. Immer dieser Antipersonenschutz. Kann ich den nicht schon vorher erkennen? Ne. Okay. Stace-Station. Und hier sind Stace-Dinger. Können wir die jetzt ausschalten? Die Olle. Das wäre ja sehr schön. Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Bitte antworten Sie. Ich kann nicht mehr antworten.
beziehungsweise dein Howard Phillips kann nicht mehr antworten. Okay, Ute, hast du gut gemacht. Ah, du bist einfach die beste Ute. Ich liebe einfach unsere Ute. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin nicht Wachmann Howard Phillips, ne? Nur mal so zur Information für dich. Okay. Ah, da ist Geld noch. Können wir dem auch noch was abluchsen? Natürlich können wir dem auch noch was abluchsen. Wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht noch 400 Credits aus den Leichen rausholen würden. So. Wir nehmen natürlich nochmal hier die Handkante mit. Ach, weißt du was? Ist egal. Lastenaufzug. Von wo?